Hey Leute, was geht? Heute gibt es wieder ein neues Video von mir zum neuen Patch 1.10. Heute gibt es auch die Patch Notes von mir, das heißt, alle wichtigen Patch Notes werde ich euch heute sozusagen ja, vorlesen, euch ein bisschen was erzählen zu dem etc. etc. Ja, ich habe auch schon ein Video gemacht vor diesem Video, wo ich auch schon ein bisschen mit dem Patch eingegangen bin, um die allgemeinen Sachen und so und auch über den Black Market oder auch über den Schwarzmarkt bin ich ein bisschen eingegangen. Das heißt, wenn ihr das Ganze verpasst habt, ja, gönnt euch das Video nochmal und somit habt ihr nochmal ein bisschen mehr Infos. Ja, aber in diesem Video geht es rein um die Patch Notes, was uns so Neues erwartet hier beim Update im Black Ops 4. Und ja, wenn euch das Ganze gefällt, Leute, lasst auch gerne ein Like da und ein Abo. Natürlich auch sehr geil, falls ihr sogar neu seid. Ne? Und wir starten gleich los. Ja, also Update-Größe noch mal kurz zur Erwähnung: 11 GB bei PS4 und bei der Xbox One 14,4, bei PC weiß man das Ganze noch nicht. Dann die kurzen Patch Notes. Also, Waffen haben wir sind leider nicht gekommen zu Blackout. Das Ganze wird wahrscheinlich dann in naher Zukunft passieren. Ich bin gespannt, wann genau. Das Ganze wird noch auch kommen mit dem neuen Armory-Menü in Blackout. Bin ich sehr gespannt drauf. Dafür haben wir jetzt endlich Custom Games oder halt eigene Spiele drin in Blackout, was sehr, sehr geil ist. Habe ich auch schon ausgetestet. Das Ganze funktioniert im Solo-Modus, im Duo-Modus und im Squad-Modus. Funktioniert eigentlich vom Ding her ist einwandfrei, gefällt mir auch Flow sehr gut und macht auch sehr Spaß zu spielen, definitiv. Vor allem mit Freunden ist es sehr, sehr lustig, vor allem auf die große Black-Outen-Map verteilt, macht es extrem viel Spaß. Yes, soviel zu dem, das Ganze kann man auch übrigens auch nur online spielen, das heißt online Custom Games funktioniert das halt nur, weil halt ja, die Blackout-App immer up-to-date sein muss. Ne? Dann gibt es jetzt auch im Blackout komplette Charakteranpassung, das heißt man kann jetzt bei allen Charakteren was ausrüsten, ein Outfit ausrüsten und sowas, auch die Gesten ausrüsten etc. Das Ganze ist auch komplett neu. Man hat jetzt auch alle Spezialisten frei in Blackout. Somit hast du einfach dann vom Ding her, ja, siehst du einfach ein bisschen mehr Charaktere irgendwie rumlaufen, was ich wohl auch so geil finde und das ist so viel cool so und auch gut so. Reimt sich ein bisschen, kann man sagen. Ja, dafür gibt es jetzt ein neues Outfit, das heißt die Numbers oder die Zahlen. Für jeden Spezialisten finde ich auch ganz cool. Ich glaube sogar, dass dieses Outfit frei ist für alle Leute, die schon die Spezialisten freigeschaltet haben. Das heißt, hast du beispielsweise jetzt den Ruin schon freigeschaltet im Blackout, dann bekommst du automatisch die Zahlen, das Zahlen-Outfit oder den Numbers-Outfit halt einfach. Ich bin mir nicht ganz genau sicher, ob das wirklich so ist, wie ich es gerade sage, aber ich kann es mir schon denken, weil es auch hier steht. Aber ob sicher ist, ob safe ist, da bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich das selber, weil ich die ganzen Blackout-Spielisten selber nicht freischaltet habe, also die ganzen Multiplayer-Spielisten, wie soll man sagen, na, ist eh klar. Das heißt, ich weiß es nicht, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es besser wisst, falls ihr schon so einen Spielisten freischaltet habt, bevor diesen Update. Ne? Und sonst ganz normal Charaktermission oder Spielisten-Mission abschließen und dann bekommst du dieses Outfit, den Numbers oder halt die Zahlen, so heißt es im Deutschen. Gut, so ist es dem. Dann gehen wir gleich weiter. Die Xbox One und der PC haben natürlich alle alten Sachen bekommen, was wir schon vor einer Woche bekommen haben für die PS4. Und auch unter anderem die zwei neuen neuen Black Ops Pass Maps, Baragasco und Elevation. Die kamen jetzt auf Loch für die Xbox und für den PC ins Spiel rein, was ich auch cool finde. Das heißt, die müssen nicht mehr einem Ort warten, sondern die haben nur eine Woche Verschnaufpause oder wie soll ich sagen, Wartezeit. Ne? Finde ich auf Loch geil. Früher war es ja anders, früher war es echt verdammt schlimm, weil da war das Ganze schon komplett out, wie das Ganze halt reinkam. Ne? Gut, dann haben wir eine neue Playlist, Leute, die heißt Überfall zum halben Preis. Dazu habe ich auch schon ein Live-Quell hochgeladen. Gönnt euch das Video auf jeden Fall auch, falls ihr darauf Bock habt, wäre vielleicht auch nice. Somit erfahrt ihr alles rund um den neuen Modus und ja, das ist vielleicht auch echt, echt geil. Da haben wir in der generellen Übersicht, in generellen Update haben wir generell wieder Haufen Stabilitätsverbesserungen auch, auf jeden Fall auch ein paar Bugfixes und sowas, auch All-Verbesserungen in Blackout, auch Map-Verbesserungen in Blackout, alles rund um dem, also auch recht uninteressant vom Ding her, nur mal kurz als Erwähnung ja, zu dem. Ja, dann Leute, vom Ding her bin ich eigentlich fast durch, nur mal das wollte ich mal kurz ansprechen und zwar der Zero hat einen fetten Nerf bekommen, also die Frau, die Zero, ihr wisst Bescheid, der neue Spezialist. Und zwar, man braucht jetzt deutlich länger, um den Ice Pick zu verdienen, das ist diese Spezialfähigkeit von der Zero. Dann hat man auch eine erhöhte Zeit zum Hacken von der Drohne, von der Kontrolldrohne und von den Vorräten.
nochmal auch wichtig zum Ansprechen. Dann hat man, wie hier steht, eine sehr groß oder sehr fett erhöhte Zeit zum Hacken vom Geschütz, vom Drohnengeschwader, vom Scharfschützen, oder vom Scharfschützennest, ja, vom Mantis, vom Thrasher und vom Kampfhelikopter und zu guter Letzt vom Gunship, also von der A230, vom Kampfflugzeug. Ich glaube, da braucht man, glaube ich, jetzt sogar viermal länger, als es vor diesem Patch war. Also verdammt krass auf jeden Fall. FIFA auch gut so, denn dieser Zero-Spielliste fuckt so ab. Ich hätte fast ein Video gemacht über den, weil er einfach nur abgefuckt hat. Verdammt krass. Also, ja. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja. Dann haben sie auch eine erhöhte Zeit zum Hacken der Barrikade vom Torque. Auch top. Finde ich auch geil. Ja, und das war eigentlich so von den ganzen wichtigen Sachen, was ja vielleicht hier noch steht, wenn man einen Gegner hackt, dann bleibt dieses Leben von ihm nicht mehr stehen, das heißt, du kannst dich auch wieder heilen dann, also wenn du gehackt wurdest und sowas, kannst du dich auch wieder heilen, was vielleicht ganz, ganz geil ist und sowas. Und ja, hier steht auch nochmal, wenn man ein Sturmpaket hackt, dann explodiert das oder da kann man das Ganze sogar für sich selber dann nutzen, glaube ich. Das heißt das Ganze, glaube ich, wenn mich nicht täuscht. Aber Leute, so vom Ding her war es das eigentlich zu den ganzen wichtigen Sachen. Sonst finde ich das Ganze eigentlich alles, was hier noch steht, nicht so extrem interessant. Genau. Perfekt, Leute. Das war's vom Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute. Wenn ja, lasst vielleicht auch gerne ein Like da. Wäre vielleicht recht korrekt. Und ja, abonniert meinen Kanal, falls ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt, Leute. Checkt doch gerne meine sozialen Netzwerke ab, wie zum Beispiel Instagram oder Snapchat. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung nochmal hier eingeblendet, auf jeden Fall auch. Und sonst haut rein, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall und ciao.